So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen I Wanna Be The Guy Fanmade Projekt. Und zwar haben die guten Leute, von denen wir schon I Wanna Find The Cure, I Wanna Warp The Worlds und I Wanna irgendwas noch, weiß ich nicht mehr. Moment, bin gut vorbereitet. Die haben auch noch gemacht I Wanna Run The Marathon, natürlich. Genau, die als immer für den Fangame-Marathon so tolle Spiele erstellt haben, so Fangames eben, von I Wanna Be The Guy, haben ein neues gemacht, und zwar das 2019er. I Wanna Stop The Simulation wird also wieder wahrscheinlich eine Reise durch viele verschiedene Videospiele-Welten sein. Und wir starten einfach direkt rein und gucken mal, was uns erwartet. Ich steuere aktuell mit Tastatur, weil mein Controller keinen Bock hat. Ich glaube, ich habe es uns immer mit Controller gespielt, aber vielleicht kriegen wir es auch mit Tastatur hin. Schauen wir mal, ne? Bisschen was habe ich von dem Spiel schon gesehen beim Stream von HF, aber nicht allzu viel. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es losgeht. Irgendwas in der Mitte kenne ich und ein bisschen was vom Ende. Ja. Ich hoffe, das hätte man nicht lesen sollen. Ich habe es nämlich gerade... Oh mein Gott, bin ich schnell. Oh, das ist mein Schuss. Das... Okay. Moment, ist das hier... Okay. Ja. Das, wird sich, glaube ich, relativ schnell erledigen. Oh boy. Oh boy. Okay. Doppelsprung haben wir. Wow, wow, wow. Oh, ich kann nicht... Ah, doch. Ich kann. Hold ist gleich Dash. Habe ich gemacht. Bam. Aua. Okay, ich kann nicht drauf springen. Halt, die Ballons geben doch bestimmt irgendwie, kommt man da doch bestimmt an, den hoch. Nice. Leider hat es nicht funktioniert. Und sie sind doch nicht mehr da. Aber es wäre auch überhaupt nicht nötig gewesen. Im Moment ist alles happy und alles einfach. Das wird sich gleich ändern. Uah. Stopp. Oh Gott. Okay. Yay. Nach unten ist gleich Dive in Midair. Was? Nicht sicher, ob wir das schon brauchen. Im Moment klappt das alles noch sehr gut ohne irgendwelche... Oh mein Gott, was tue ich? Das ist sehr interessant. Aua. Aber im Moment kann ich anscheinend auch nicht sterben. Es ist im Moment alles happy und cool. Yay! Nicht sicher, was hier los ist. Kann ich eigentlich sterben, wenn ich runterfahre? Ich will es gar nicht testen. Wir müssen nicht alles testen. Ich kann nicht mal nach unten sterben. Was ist denn das hier? Das ist nicht, was ich erwartet habe. Okay. Wie komme ich da jetzt? Ah, okay. Danke, Blume. Bam, 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 bam. Yay. Was ist hier los? Das wird doch irgendwann einfach ganz furchtbar plötzlich und alles bricht zusammen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es wirklich nicht gesehen, den Anfang. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja faszinierend. Okay. Okay, ja, gehen wir einfach unten rum. Wir sterben ja eh nicht. Gleich darf ich alles wahrscheinlich nochmal spielen, ohne diesen Bonus, dass ich nicht sterbe. Ich habe keine Ahnung. Sterbe ich an denen? Nein, ich sterbe an nichts. Okay. Es ist alles happy, alles ist cool. Yay. Nein, bleib da oben. Danke. Ich wette mal gleich davon, dass alles dann spielen, ohne dass man den Bonus hat, nicht zu sterben. Oh, das wird unangenehm. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, ja. Oh. Ja, Mensch, da bin ich runtergefallen. Das ist ja blöd. Okay. Yo, Bruder.
Okay, jetzt zumindest er darf mich nicht kriegen. Das ist doch jetzt schon mal was. Oh Bruder, was tue ich denn? Was? Ich konnte... Hä? Er hat nicht weiter gedrückt. Was war das denn? Er hat einfach nicht mehr reagiert. Kaum kommt eine Schwierigkeit rein, fail ich schon komplett. Habe ich ihn abgehängt? Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Okay. Jetzt kommt die wirkliche Herausforderung. So, so. Ich muss ja auch nicht die ganze Zeit dashen, weil wenn ich die ganze Zeit dashe, dann werde ich auch eben zurückgestoßen von dem ganzen Quatsch. Ja, so zum Beispiel. Was ist hier nur los? Man weiß es nicht so genau. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aua! Oh je. Ich frage mich, ob man dem einfach am Anfang direkt ausweichen kann. Das hat ein bisschen so gewirkt, als ob... No! No! Mist. Hier, wenn ich einfach hier rüber gehe, hier nach links... Ah! Er ist leider nicht doof. Aber dann will ich kurz was ausprobieren. Wenn er da so komisch rumspringt. Ah, das war die falsche Richtung. Ob ich da in seine Höhle rein kann. No, nicht so. Ah, mach doch nochmal so einen Sprung. Mist. Ich will das mal einmal ausprobieren, ob es da was gibt. Ein Secret oder so, könnte ich mir vorstellen. Okay, nein. Das war eine Idee. Ich hätte da ein Secret versteckt. So. Okay. Jetzt war ich am Anfang so eingestellt auf, okay, schwieriges, krasses Spiel und dann kommt so ein Quatsch am Anfang und dann ist man voll überhaupt nicht mehr im Leistungsmodus. Das ist auch nicht so gut. Nein! Weiter, weiter, weiter. Jetzt bin ich aber wieder im Leistungsmodus. Hier. Bin schon mal weitergekommen als vorher. Das ist doch schon mal ein Teil davon. Ei. So. Aber man muss ja die Route auch erstmal lernen. Jetzt ist es ja wirklich tatsächlich wieder ein herausforderndes Spiel geworden. Nein! Nein! Oh mein Gott. Ach, verdammt. So. Nein, 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 so, sieht das doch schon wieder besser aus. Da waren wir noch nicht drüber bisher, ne? Das ist neu jetzt. Oh mein Gott, we did it. Eieieiei. Huch. One Man. Das war One Man und jetzt kommt Super... Oh, Moment. Jetzt muss ich mal hier ganz schnell. Es ist unfassbar. Es hat noch nie hat mich jemand hier besucht. Noch nie. Und jetzt nehme ich einmal auf. Jetzt kommt direkt... kommt direkt jemand, der einen Nachhilfelehrer sucht. Also, hallo. Auch interessant. Okay. So, wir sind hier runtergefallen gerade eben. Mehr ist nicht passiert. Ich bin wirklich nur gefallen und ich bin hier gelandet. Mehr ist nicht passiert. So, Speicherpunkt. Und wir sind offensichtlich in Mario gelandet. Es stand ja auch Super Mario Bros. Dran, ne? Das heißt, wir spielen jetzt Super Mario Bros. Sehr schön. Die kann ich aber nicht. Ach doch, die kann ich... Ach so, Jump muss ich drücken. Zum... Boah, der geht ja nicht mal kaputt so. Okay. Ah, so gehen die kaputt. Ich weiß halt nicht, was ich davon drücken heben muss und was nicht und was Deko ist. Oh, den brauchen wir.
Geht's hier rüber weiter? Okay, da geht's nicht weiter. Alles klar. Alles klar. Aber gut, dann brauchen wir nur den Schlüssel. Okay, wenn wir nicht den Weg gehen, der verlangt ist, dann kommt hier die Schlange, oder was? Oh, jetzt habe ich den Schlüssel verpasst. Ach, deswegen kann man hier sterben. Jetzt ergibt das Sinn. Ah, gut, dass wir nochmal die Schlange gesehen haben, sonst hätten wir die verpasst. Die war natürlich ganz wichtig. Oh mein Gott. Das schafft man es auf Anhieb und dann macht man Quatsch. Das ist immer so typisch, ne? Aber so sterben die auch nicht. Ja. Ich habe die Tasten verwechselt. Ich sag ja, ich glaube, ich habe sonst die Spiele mit Gamepad gespielt, aber der PS3-Controller wollte gerade nicht. Hatte ich da schon, als ich das gespielt habe, den Pro-Controller? Ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade, wie gesagt, der PS3-Controller hatte absolut keinen Bock. Der blinkt rum, aber wird nicht erkannt. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Was war das? Was ist jetzt? Was ist das für eine Meldung? Down plus Shoot. Hä? Hä? Down plus Shoot? Also so komme ich hier hoch, aber... Ich verstehe nicht, was das mit Down plus Shoot zu tun hat. Tschüss. Nice. Oh, das war knapp. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ah, da taucht eine Tür auf, wenn ich das schmeiße, ne? Ja, gut. Nicht da, wo ich sie wollte, aber... Ach. Käse. Ach so, mit Down plus Shoot lege ich das ab. Hä? Are you serious? Oh mein Gott. Dankeschön. Weiß nicht, ob man die Münzen nicht... Münzen braucht man bestimmt nicht. So, nochmal die Tür. Machen wir sie halt da drüben auf. Ach so. Vielleicht gehen wir auch einfach gar nicht durch die Tür. Ich halte das ganz spontan für eine gute Idee. Einfach... Ne, ist er jetzt nicht doppelt... Ah, jetzt geht das wieder los. Ich habe gedrückt. Aber wahrscheinlich habe ich nicht gedrückt. Und denke jetzt mal. Oh, Double Kill. Ah, oh, die kann ich gar nicht killen. So. Kann ich hier abschießen? Natürlich nicht. Oh, Bruder. Wow, der hat aber eine ordentliche Hitbox. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Klopp. Okay, ich bin wieder zu nah am Rand abgesprungen. Ich verstehe schon. So. Aber ich kann die Fische da nicht abwerfen? Nee. Das ist ja doof. Hä? Ach, da sind das war gar nicht die Hitbox von dem Fisch. Da sind nochmal Stacheln in der Luft. Die habe ich nicht wahrgenommen. Huch. Ich habe die nicht gesehen. Bin komplett blind. Wait, aber wie komme ich denn da überhaupt dann da durch? Muss ich dann da unten lang an den
Aber ich muss auf jeden Fall dann unten lang an den Flößen. Oben geht nicht. Nein. Wow, 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 wow. Dann muss ich auf jeden Fall hier unten. Und die Fische verschwinden da oben ja auch wieder. Also die... Eigentlich kann der mir da unten gar nichts. So viel dazu. Vielleicht kann er mir da unten doch was. Nein, ich bin schon wieder zu nah. Hat man gesehen. Na, hat man... Wenn ich zu nah abspringe, geht der Doppelsprung nicht. Hat mit dem Drücken nichts zu tun. Ist einfach... Die Dings. Ach, da kommt der raus. Ja, und genau deswegen springe ich da auch wieder hin. Ist klar. Auf jeden Fall mitgedacht mal wieder. Nice. So. Das war... Ah, das ist zu weit. Okay. Ich darf nicht mal ansatzweise an den Bildschirm rankommen. Gut, gut, gut. Zu langsam kommen wir der Sache näher. Ups, das war nicht die Richtung, die ich wollte, aber ist egal. So. Ah, da kommt noch einer. Okay. Da oben ist ein Save-Punkt, jetzt sehe ich den. Das ist schon mal gut. Da werden wir auf jeden Fall hinkommen als nächstes. So. Oh, was tue ich denn? Uiuiuiui. Ich muss ja erstmal wieder warm werden, was dieses Spiel angeht. So. Das ist auch interessant. Ja gut. Wie auch immer. So, gut timen. Jetzt kann ich hier hoch, und jetzt kann ich hier hoch, und jetzt kann ich hier hoch. Easy. Hä? Oh, hab ich... Hä? Was heißt das denn? Dass ich da nicht weiterschießen kann, oder was? Wie auch immer. Aber den sollte ich nicht abschießen, den brauche ich noch, den Kollegen. Na, auf dem muss ich jetzt laufen. Also, ich muss nicht auf dem laufen, er muss laufen. Ja, danke. Danke für nichts. Wie machen wir das denn jetzt? Ich komme ja von da nicht. Ja, ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Das reicht nicht aus, oder? Ne, das reicht nicht ansatzweise aus. Kann ich da einfach durchs Wasser unten durch? Nee. Kann ich das Ding da mitnehmen und dann auf die Stacheln werfen und dann... damit vielleicht weiter. Dass ich dann da drauf springe, das töten wir, das testen wir dann gleich mal. Das ist jetzt so mein erster Ansatz, den ich mir vorstellen könnte. Was anderes fällt mir spontan nicht ein. Hallo? Hallo? Ah, da ist er. Ah, es war zu weit. Okay, ich muss es eher werfen. Nein, lauf doch nicht weg. Das funktioniert. Irgendeins von denen trollt mich doch. Das schon mal nicht. Ja, wait.
Da komme ich nicht rüber. Oder kann ich... Hä? Oh, wait. Oh, nein. Ich hab's verstanden. Ich hab's schon versaut. Ich hab's schon versaut, wahrscheinlich. Ich hab's zu spät verstanden. Aber dann können wir gucken, ob nicht... Dann trollt doch kein einziges von denen, oder wie? Okay. Ja, und wenn man jetzt genug hätte... Dann ist man auch hoch genug und kann darüber. Okay, alles klar. Nein. Oh, der ist nervig getimt. Man muss erst das Ding holen. Wait, da oben ist aber auch eins, oder? Ist da eine Münze drin gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So. Also, bauen wir einen Turm. Verstanden. Ich hoffe aber, der Sprung funktioniert. Nicht, dass der auch noch knapp ist. Weil das dauert, den Turm zu bauen. Will ich nicht oft machen. Nach Möglichkeit. Jetzt werde ich gleich sterben, weil ich in die Decke reinspringe oder so. Oh no. Oh no, jetzt könnte wirklich in die Decke reinspringen, gell? Oh, please no. Oh, hätte man den vielleicht so ein bisschen rüberwärts bauen müssen? Oh je. Das geht schief. Ja, ich bin schon mal wieder so knapp abgesprungen, dass es nicht gilt. Ach, Mann. So, ist hier auch so ein Ding drin? Nein. Also müssen wir den hier holen. Und dann warten. So. Jetzt versuchen wir gleich mal den so ein bisschen... mehr so zu bauen. Ja, das geht also. Oh je. Wenn das geht, muss ich das auch so machen. Aber noch näher lieber gehe ich nicht hier vor. Da sterbe ich an dem Fisch. Übertreiben müssen wir es auch nicht. Es ist schon weit genug vorne, würde ich sagen. Na? Ich wusste es, dass es geht. Ich wollte es testen, aber... Ach! Mann! Ich hab's mir gedacht. Also muss ich da auch noch aufpassen. Oh! God dang it! Reicht nicht? Doch, reicht. Von vorn. Ich will nicht so auf den Turm bauen. Meme baut den Turm immer wieder. Was soll ich tun? So. Ich konnte wieder nicht doppelt springen, aber diesmal bin ich doch nicht so knapp abgesprungen, oder? Oder doch? Wollte ich nicht. Falsche Taste. Eigentlich wollte ich gar nichts drücken. Traut sich fast nicht, noch eins zu setzen. Wenn man wieder so hoch ist, ne? Aber jetzt müsste doch... Guck mal, so ist der Doppelsprung ja möglich.
Nice. So, und jetzt? Also auf die Hölzer kann ich problemlos drauf. Aber dann muss ich darüber durch das... Oh. Wie nah kann ich da ran? Kann ich eigentlich schon weit vor, ne? Und dann muss ich aber... Ach Gott! Das ist ja ekelhaft. Trau mich nicht. Ich muss auf jeden Fall von oben springen, aber dann wird der da... Ah, es ging. Oh, lass mich speichern. Ach, dafür sind die Dinger da, dass ich nicht speichern kann. Also, dass ich nicht, dass ich erst bis hinspringen muss. Verstanden. Uiuiuiui. Ja, das habe ich ja schon so gedacht, dass das sowas macht. Okay. Ich wusste, dass irgendeiner irgendwann trollt. Meinetwegen. Nehme ich. Bin gar nicht erschrocken und hab gar nicht rausgeklickt und kann jetzt gar nicht R drücken. Jetzt geht's wieder. Eieieiei. Aber wie mache ich denn das jetzt, wenn die so komisch? Ah, verstehe. Ja. Ich hab Angst. Oh no. Das ist doch schon wieder eine Trolltür. Oh, buh, buh, buh. Ach, jetzt kommt die da hier raus. Was soll das denn? Mist. Ich kann den Doppelsprung dann nicht ausführen, wenn das sofort runterfällt. Bruder, wieso kommt die denn jetzt? Müsst ihr mich verarschen? Jetzt springt der hinten vorher. Was soll das denn? Hallo? Macht mal andersrum. Oh, Alter, ich würde mich doch verarschen, wollt ihr mich doch. Ja, so. Ich brauche den zweiten Sprung. Sonst wird's nix. Hallo. Das ist nicht das, wie ich es suche. So komme ich da nicht. Oh Gott, ey. Ach, ich bin ja dumm. Kann ja so machen. Ah, das fällt erst ab einem gewissen Grad. Nein, nein, nein. Warte, okay, der kann ich nicht ausweichen. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? So habe ich das gemacht. Okay. So, aber jetzt muss die Tür. Ah, ich kann die auch hier hinsetzen. Okay. Das war jetzt der einzige Weg, der noch möglich ist. Oh nein. Ist das euer Ernst? Wie soll das denn jetzt gehen? Ja, so soll das gehen. Ich muss gucken, ob mir die... Okay, die machen mir nichts. Die Steinbrocken wollte ich gucken. Ja, boy. Die Bombe macht mir auch nichts. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich durch die Tür eigentlich zurück? Nein. Die ist fake. Spring! Okay.
Ja, nice. War ja fast, was ich wollte. Super. Aber dann weiß ich schon mal, ich kann die auch hochwerfen und so weiter. No! Nein, nicht so. Jetzt noch nicht. So, jetzt so. Nein, ich hab schon wieder verhauen. Ich krieg das Timing noch nicht raus. Nee. Ah, jetzt war der Feuerball da. Ich... Jetzt war wieder... Das gibt's ja nicht. Na gut, es ist immer das gleiche Timing, was ich gerade mache, ne? Deswegen wird es so nix. Jetzt passt's. So. Nach oben werfen. Nice. Das ist die Sache, die hier ist was zum Rausziehen. Es müsste eine Bombe sein, weil ich brauche da drüben eine Bombe. Oh, die wird mir explodieren vor. Oh nein. Scheiße. Ja, wait, und was mache ich dann? Oh nein, dann muss ich den da holen, um damit hier hochzukommen. Gott. Okay. Okay. So. Los, los. Nein. Oh Gott. Ja, okay. Das ist schon knapp. Das war nix. So. Kann ich da irgendwas vorbereiten? Nee, kann ich nicht. Boah, das ist so knapp. Weil wenn ich sie zu bald werfe, explodiert sie nicht da, wo sie soll. Eieieiei. So, das klappt jetzt immerhin schon. Muss das noch ein bisschen schneller gehen. Das ist... unfassbar. Unfassbar knapp. Ihr seht es ja selber. Ja. So wie das. Nope, da war ich schuld. Als ob ich bei anderen Sachen nicht schuld wäre. Lul. So ein Ding ist das. Nope. 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 Weiter, weiter, weiter. Okay. So far, so good. So. Es ist... Wie soll ich das denn... Wie... Wie soll das denn gehen? Na super. Richtung. Okay, von da aus werfen. Gut. Ich bin auf keinem von den Balken sicher. Und das war schlecht getimed. Thank you.
das haben wir jetzt raus. Sehr schön. Ah. Nein! Ah, komm schon. Lass mich das auslösen. Ah! Ach, Mann. Das wird so oder so unangenehm, das Ding da hinzulegen. So knapp. Nein, was mache ich denn? Oh je. Wir stellen uns hier am Anfang schon ganz schön an, ne? Nein, ich hab nicht mehr dran gedacht, was ich tun wollte. Ich habe die Bombe gezückt und dann war ich überhaupt nicht mehr im Ich muss jetzt schnell sein Modus. Warum auch immer. Es ist unglaublich. Wo habe ich denn jetzt wieder Zeit verloren? Jo, jo, alles klar. Auch schon lange nicht mehr. Why? Das ist doch... Gibt's da nicht. Oh! Das war die falsche Taste. Wie kann ich denn nur schneller sein? Ich meine, ich hab's davon geschafft, aber was habe ich anders gemacht? Was habe ich denn da anders gemacht? Das nicht. Oh, verdammt! Was habe ich denn da anders gemacht hier rüber? Ey, jetzt komme ich da nicht mehr. Ja, jetzt geht das wieder los. Nein. Ja, super. Wir hängen in dem Raum ganz schön lange, für meine Begriffe.
Das ist aber auch ein Quatsch da oben. Was habe ich denn wohl anders gemacht? Außer anscheinend alles. Sagen, die hält man nicht für möglich. Wie kann ich denn noch schneller? Habe ich irgendwie einen Sprung hier verhauen? Also ich kann mit einem hier hoch, so. Aber hier brauche ich auf jeden Fall zwei. Und hier rüber brauche ich auch auf jeden Fall zwei. Das wird nicht schneller. Erst dann kann ich werfen. Das habe ich doch vorhin aber auch gemacht. Hä? Das ist denn jetzt für ein Quatsch. Wieso kann ich jetzt nicht mehr springen, wenn ich das Ding zücke? Hä? Ich verstehe mich einfach nicht. Ja, jetzt habe ich es halt dagegen gepfeffert. Ja, tschüss. Das ist die falsche Richtung gewesen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, super. So. Ist es irgendwie, werfe ich schneller, wenn ich in die Richtung drücke? Werfe ich dann schneller? Ich muss das kurz testen. Das war die. Und wenn ich jetzt in die Richtung selbst drücke? Ah, dann werfe ich Vielleicht habe ich unbewusst in die Richtung gedrückt. Aber trotzdem hat es nicht gereicht. What? Was mache ich denn seit Minuten anders als davor? Ja, super. Das ist dumm, ist halt auch, dass man nur einen Versuch hat. Nicht, dass der Teil hier unten jetzt schwierig wäre oder so, aber. Jetzt habe ich es langsam geworfen und es ging. Okay. Vielleicht darf ich es nicht schnell werfen. Vielleicht ist es genau andersrum. So, wie muss ich das jetzt timen? Muss ich, wenn der gerade so vorläuft, ich glaube, dann springe ich, weil dann müsste ich hochkommen, wenn er gerade zurückläuft. Irgendwie so. Kann ich hier runter eigentlich? Okay. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwo auf dem Pfosten stehen kann. Und ich weiß nicht. Oh Gott.
Das wird unangenehm. Ob der wieder runterfällt, wenn ich ihn trage nach einer Weile. Oder ob ich den wirklich einfach tragen kann und es läuft. Das weiß ich nicht. Das muss ich testen. Aber erstmal muss ich auf den Pfosten. Ja, super. Hat schon mal gut funktioniert mit dem Pfosten. So. Ach so, ich darf das nicht schnell werfen. Okay. Das ergibt alles Sinn, ja. Dann werfe ich es halt nicht schnell. Zumindest hat es dann geklappt. Also, keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Mal schauen, ob es jetzt wieder klappt. Ich glaube nicht. Ist das Motivation? Das ist absolute Motivation. Doch, jetzt klappt... Hä? Okay, also ich werfe es nicht schnell, sonst explodiert sie eher. Das... Verstehe... Wer will... Ich verstehe... Okay, ich bin oben. So, fällt er wieder runter oder nicht? Wir müssen das jetzt einmal testen. Ich muss jetzt einmal stehen bleiben eine Weile. Oder kann ich den wirklich eine Weile mit mir tragen? Okay. Der stresst nicht rum. Das ist schon mal gut. Das wollte ich nicht. Das war jetzt nicht ganz so gut. Kriegen wir das gerettet? Nein. Sehr gut. Aber wir wissen schon mal, ich muss mich da nicht hetzen, was den Typen angeht. Ich kann also in Ruhe spielen, so als wäre der einfach nicht auf mir drauf. Okay, jetzt war ich wieder zu langsam. Jetzt hat es dreimal funktioniert und jetzt einmal wieder nicht. Das ist kein gutes Omen. Okay. Jetzt konnte ich nicht mehr springen. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich wieder zu knapp abgesprungen, aber das ist immer so blöd. Nope. Nope. Geht das wieder nicht. Gott. So far, so good. Nein! Wieder so. Feuer über mir gewesen, oder was? Hab's nicht gesehen. Plötzlich war ich tot. Okay. Gott. Nein, was mache ich denn? Ich weiß nicht, warum ich nicht weiter bin. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas überlegt und dann war ich tot.
Ja, super. Genau sowas liebe ich. Okay. So, wir sind wieder oben. Diesmal werfe ich den einfach nicht weg. Was haltet ihr davon? Ich halte davon sehr viel. Ich würde es auch gerne versuchen, überhaupt nicht auf dem anderen da zu... Ne, ich muss auf dem anderen da landen. Aber wie machen wir das denn jetzt? Machen wir das denn jetzt am blödsten? Kann da nicht zwischen. Ich müsste direkt runter. An dem Ding vorbei und dann da irgendwie kurz drauf und oh Gott, das wird nicht funktionieren. Oh, ich sehe was. Wir müssen was ausprobieren. Ich sehe da was. Das nicht. Wenn das funktioniert, wäre das cool. Ah, sieht aber... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Na, ja, das sieht nicht, das sieht nicht. Ach, das war jetzt blöd, weil der da oben eh nicht gut getimt war. Scheiße. Aber wir kommen nach oben schon mal. Wir kommen also wieder einen Schritt weiter. Es fehlt nicht mehr viel in dem Raum, um ihn zu abzuschließen. Zu abzuschließen, genau. Genau so heißt das. Nice. So. So far, so good. Nee, das ist nicht. Yes! Okay, jetzt ist die große Frage. Ich versuche ihn hochzuwerfen und dann wegzugehen. Nein! Okay, okay. Aber dann landet er hier. Das ist in Ordnung. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn abstellen kann und dann sofort sterbe. Das ist mein Problem gerade. Nein, ich sterbe nicht. Oh, ich war mir so unsicher. Okay, nice. What? Wie choose ich denn? Ach so. Also da hinten, die brauchen wir. Da hinten ist sie. Aber ich brauche einen Schlüssel, keine... Da ist sie. Aber ich brauche immer noch einen Schlüssel und keine... Ah ja. Holy what? Oh mein Gott. Okay. Ach Gott, was? Könnt ihr das verfolgen? Da, da. So, die erste kriege ich ja noch hin. Jetzt ist die... Entweder... Oh, entweder hier vorne oder da hinten. Eins von beiden. Mist. Okay. So, aber jetzt. Ich bin raus. Ich bin raus. Ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Viel zu viel Glück. Nein! Ich sollte den Sprung üben. To be honest. Okay, der Sprung ist krass. Oh nein, der Sprung ist krass.
Ja, der Sprung ist krass. Ah, weil ich doof bin. Wir können das noch retten. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Wir können das noch retten. Ich hab's noch nicht versaut. Pass auf. Komm ich von hier bis da? Jetzt muss ich echt aufpassen. Aber ich kann auf dem hier drauf. Den kann ich mir holen. Okay. So, mit dem kommen wir nämlich wieder da hoch. So. Das ist schon mal das Erste. Jetzt ist das Problem... Ah, nein, nein, wir können nicht... Wait, vielleicht doch. Ah, ich kann den nicht tragen. Scheiße. Und den kann ich mir nicht holen, weil der kann... Oh, nein. Ja, dann habe ich es doch versaut. Außer ich kann gleichzeitig springen und... Nee, kann ich nicht. Ah, dann habe ich es doch versaut. Außer ich kann... Wartet mal. Okay, ich kann ihn da hinwerfen. Kann man den so timen, dass er doch funktioniert? Ohne, dass man die Dinger holen muss. Dass ich die runtergeworfen habe, war so dumm. Es muss doch gehen. Nein, es geht nicht. Ja, ich muss es nochmal machen. Ah, ich muss es nochmal machen. Das hilft nichts. Es wäre halt noch super, wenn ich es schaffen würde, den da hochzuwerfen, gleichzeitig hochzuspringen, aber das geht nicht. Ich kann nicht den nehmen und gleichzeitig da hochkommen. Oh boy. Oh, Junge. Ich krieg halt den hier, kann ich auch nicht nehmen. Na, das ist... Scheiße. Ich kann es probieren, aber ich werde es dabei sterben und dann ist es auch egal. Ja. Also gut. Ich brauche die Dinger, die mir die geben. Ach, Mist. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist halt ein Drittel. Das erste sehe ich ja noch. Jetzt weiß ich gar nicht, welches hatte. Ups. Ja, toll, Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Oh mein Gott. Viel zu viel Glück. Okay. Ich sehe den nicht. Ja, Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Ja, fuck. Die ersten sehe ich ja noch, aber dann ist vorbei. Hinten ist er. Mitte, rechts, links, rechts, links, Mitte, da, da. So, Schlüssel. Ich glaube Mitte. Ach, verdammt nochmal. Oh, wir hatten den Schlüssel und ich bin so dumm und werf die Teile runter. Als ob die einfach mir für nichts gegeben worden wären, ne? Ah, Mann. Jetzt habe ich wieder nicht... Oh, ich... Dass ich nicht auf... Gleichzeitig auf alles achten kann ich auch wieder. Denken. Ja, es war klar, wenn ich raten muss. Nein! Ich bin so blöd. Also ein dummes Zeug, dass ich da jetzt... Okay, hinten. Da. Mitte. Ich sehe nicht mal, wo die... Ich sehe nicht mal den ersten Sprung. Ich muss wieder raten. Also Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Mein Gott. Keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt keinen Blödsinn machen. Keine Schwäche zeigen. Einmal hier. Einmal hier. Und jetzt muss doch der Sprung funktionieren. Also das wäre jetzt super bitter, wenn ich jetzt zu blöd bin, darüber zu springen. Oh, Gott sei Dank. Komm, Checkpoint. Nice. Okay, jetzt sind wir da
Wo wir vorhin unten waren. Okay. Jetzt muss ich da kurz rein. Ach nee, ich kann auf die drauf. Die haben keine Stacheln oben. Oh, das war nicht ganz, was ich wollte. Tschüss. Geht das überhaupt so? Ja, müsste gehen. Und dann stört er mich eigentlich auch nicht. Dann kann ich ihn auch nutzen. Da habe ich jetzt schon wieder Angst, das Ding zu pullen. Alter! Ach, was mache ich denn? Den kann ich doch nutzen. Ja, das ist sogar einfacher, den nicht zu ziehen. Ja, deutlich einfacher. Ja, klar. Beim ersten Mal klappt der Sprung und jetzt nicht mehr. Ist logisch. Kenne ich. Bin ich gewohnt. So, wir pullen hier nicht mehr. Aber was wird denn da geschossen? Nein, das ist zu weit unten. Ach, da oben wird geschossen. Okay. Oje, oje, oje. So. Okay. Okay. Nein, der ist zu weit. Ich konnte nicht doppelt springen. Ich konnte wieder nicht doppelt springen. Ich war wieder. Weiß nicht, was es war. Es war wieder nicht möglich. Ach! Das war richtig dumm. Das war auch dumm. Das war auch dumm. Ja, was tue ich denn? Rüber. Nein, jetzt kommt der gerade raus. Oh. Nein, jetzt kam gerade das Feuer. Ach, das gibt's doch nicht. Irgendwas kommt immer. An der Stelle. Die ist auch nicht nett. Aber wer hat das auch erwartet, ne? Ich wollte doppelt springen, es ging nicht. Weiß auch nicht, ob mich der Doppelsprung jetzt gerettet hätte, aber ich glaube schon. Aber was? Jetzt sterbe ich an dieser oberen Stachel da die ganze Zeit. Warum? So. Rüber. Hoch. Hier bin ich safe. Bis halt zu dem nächsten Fisch. Oh, da ist es voll direkt oben. Oben, über mir. So geht's aber. Nein! Fast. Fast. Nein. So, jetzt kommen wir hier schon der Sache wieder näher. Da war ich zu weit unten. Mist. Aber es geht voran. Es geht voran. Brauchen wir gar nicht reinspringen. Das ist Blödsinn. Ja. Moin. Nein.
Nein, wieder zu knapp. Ach Mann, dass die so fett sind auch. Jupp, da bin ich noch nicht gestorben da dran. Auch mal ein Novum. Wir müssen jede Stachel einmal ausprobieren. Deswegen sterbt man der gleich zweimal. Auch kein Problem. So, weg mit dir. Gut. Wenn der weg ist... Oh, nichts weiter runter. Ich hab's befürchtet. Da war nichts zu machen. So. Ah, da war das Feuer in der Mitte. Man sieht die Dinge immer dann, wenn es zu spät ist. Das ist unglaublich. So, wenn der gerade weg ist. Komm, ich sollte eher, wenn er oben hochspringt. Ich glaube, dann habe ich mehr Zeit. Ich glaube, das ist besser. Nicht, wenn er gerade weg ist. Ich glaube, der Zeitraum ist knapper, als wenn er gerade selber hochgesprungen. Ja, und dann muss ich aber auf das nächste Höhere kommen. Sonst wird es nichts. Wow. Das Feuer war gut geschossen. Leider. So. Wie lange nehmen wir eigentlich schon? Ach du Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wait. Und wir haben ja am Anfang schon ein paar Minuten aufgenommen. Ups. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, hier bin ich wieder safe. Eine Zeit lang. Rüber. Okay, jetzt nur noch auf das Feuer achten. Nein! Mist. Ich möchte das aber noch schaffen. Ich möchte noch zur Ranke kommen. In dem Part. Ich hoffe, der wird nicht zu groß wie ich im Hochladen. Scheiße. Ich hab nicht drauf geachtet. Das war nicht gut. Ich konnte nicht doppelt springen. Nein! Ich wollte ein bisschen später losspringen. Ich glaube, das hätte dann funktioniert. Ich war dann Ticken zu ungeduldig. Ups. Mann, wir waren schon hinten. Ärgerlich sowas. Ach! Ich wollte wieder nicht zum zweiten Mal springen. Wow, 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 Freund. Hey, jetzt passt das Timing gerade immer. Überhaupt nicht, weil das Feuer... Okay, jetzt passt's. Ich wollte gerade sagen, weil das Feuer darüber kommt. So. In der Mitte kann man immer ganz gut ausruhen. Das ist okay. Jetzt muss ich, wenn der gerade rüber schwingt und das Feuer gerade nicht da ist. Nee, so war nicht gut. Jetzt, wenn er hochgeht. Naja, war nicht gut, weil das Feuer kam. Oh, verdammtes Feuer. Jetzt. Okay. Und jetzt, wenn der... Nein, der ist so weit unten. Ach komm. Wow, ich dachte, ich lande oben. Stellt sich raus, tue ich nicht. Und ich konnte wieder nicht doppelt springen. Wow, 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 wow. Nein.
Ah, doch, hat funktioniert. Okay, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt stehen wir wieder hier safe. Nein, war nicht gut, war nicht gut, war nicht gut, war nicht gut. Der ist zu weit oben. So ist gut. So, jetzt auf das Feuer aufpassen. Das wird nämlich hier unangenehm und darüber. Okay, so, jetzt auf das Feuer aufpassen. Und dann einfach nur noch... Weh, da kommt jetzt irgendwas Blödes. Okay. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.